So, das ist unser Bäumchen. Und ja, ich finde, es sieht klasse aus. Herzlich willkommen hier bei HTL World. Grüß euch, Servus, Hallo. Wir wollen heute ein Tutorial drehen zum Thema toter, abgestorbener Baum in der Wüste. So würde ich es ausdrücken. Und ja, ich würde sagen, bevor wir viel labern, fangen wir direkt an. Und let's get ready to toter Baum. Wir brauchen natürlich etwas, was als Base für unseren Baum dienen kann. Und ich habe hier ein Stück PVC-Platte. Und das Erste, was wir machen ist, wir bringen die PVC-Platte in so einen ungefähr runden Zustand und schrägen die Kanten ab, weil ich das persönlich besser finde. Gut, das habe ich jetzt so ein bisschen in die richtige Struktur geschnitten. Hier vielleicht noch ein, zwei letzte Schnitte. Ganz wichtig ist, ich möchte das jetzt hier an der Stelle abschmirgeln, damit der Sand besser hält. Ja, hier kann man das sehen, das ist jetzt abgeschmirgelt. Ein bisschen dreckig, macht aber nichts. Aber jetzt wird dann auf jeden Fall das besser halten als auf dieser komplett glatten Fläche. Und was mir auch noch wichtig ist, ich habe hier eine Heißklebepistole vorbereitet. Ah, die ist auch schon schön heiß. Ich werde noch ein, zwei kleine Styrodur-Stücke, die ich noch von alten Geländebauprojekten, alten ist gut von gestern, alten Geländeprojekten habe. Und die möchte ich draufkleben und die sollen dann später als Felsen dienen. Und das ganz simpel. Bisschen Heißkleber drauf, damit es schnell geht. Ihr wisst ja, ich bin die Ungeduld in Person. Und dann haue ich noch einen zweiten drauf. Zwei ist besser als einer. Und dann war es das eigentlich auch schon. Ist quasi die Vorbereitung fürs Besanden auch schon erledigt. Weil jetzt wird es nämlich spannend. Jetzt müssen wir gleich komplett das einmal in Leim eintunken und dann schmeißen wir das in den Sand. Und das werde ich jetzt auch direkt machen. Ja, das ist einmal komplett mit Leim voll. Vergesst nicht immer so ein bisschen Wasser dazu zu nehmen, dass das ein bisschen einfacher zu bearbeiten geht, so wie ihr das hier seht. Und ich habe jetzt hier einen Riesentopf Sand vorbereitet. Den habe ich jetzt einfach mal hier mitten ins Bild reingeholt. Und dann tunke ich das jetzt einfach mal verkehrt rein. Und da hoffe ich jetzt, dass der ganze Sand da einfach drauf geht. Und damit es auch schöner geht, nehme ich jetzt auch eine Handvoll Sand und lasse das einmal da drüber rieseln. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sieht gut aus. Wunderbar, perfekt. Das ist jetzt mal gesandet, würde ich sagen. Perfekt. Ich zeige euch das mal hier. Und jetzt heißt es Ruhe bewahren oder einfach die russische Methode an einer anderen Stelle weiterarbeiten. Und das werden wir jetzt auch gleich tun. Jetzt müssen wir uns mal um die Bäume kümmern. Und ich habe zwei Bäume. Ich habe einerseits mal diesen hier, der ist so ein bisschen dunkler. Das ist dieser Baum hier. Und ich werde da zwei kleine Bäume draufkleben. Der ist sehr, sehr klein. Und da ist es ganz wichtig, den können wir nicht stiften. Den werden wir direkt kleben müssen. Dann müssen wir eine gerade Klebestelle. Deswegen mache ich hier das komplett gerade mit dem Cuttermesser, damit das nachher auch gut steht. Gut, und der zweite Baum, den ich vorbereitet habe, das ist der hier. Der ist eigentlich sehr, sehr schön, muss ich sagen, und den habe ich unten auch schon abgekattet, aber der steht so ein bisschen in die eine Richtung und deswegen breche ich da jetzt einfach so ein paar Teile ab von. So, ich packe euch natürlich unten in die Beschreibung rein, wo ich diese Bäume bekommen habe. Das war ein super Tipp von jemandem aus der HTL. Vielen Dank dafür, vom Stefan. Und ja, vielen Dank für diesen Tipp und ich denke, einige von euch werden sicherlich dem Tipp folgen. Das ist aus der Aquaristik, also quasi, wenn man so ein Aquarium oder Terrarium haben will. Und ganz ehrlich, das sieht doch echt super aus mit dem Baum, oder? Und es ist wirklich nur noch wichtig, dass wir an der Stelle hier jetzt eine Base dazu bauen. Der ist vorbereitet und jetzt werden wir in den Baum, in den größeren, weil der ist brutaler und stabiler, der wird auf jeden Fall leichter umkippen beim Kleben mit der Heißkleberpistole. Deswegen möchte ich den mit einem Nagel nachher gleich stiften. Ich habe hier auch schon den Nagel vorbereitet, damit ihr mir glaubt, dass wir das auch wirklich gleich machen. Und deswegen werde ich hier direkt jetzt einfach mal reinbohren, um hier quasi stiften zu können. Ja, ich habe da reingebohrt, muss ja nicht ewig weit sein und jetzt kann ich das hier reinstecken und das hilft mir nachher auf jeden Fall bei der Stabilität und das darf ich natürlich nachher nicht mit Heißkleber machen, sondern das muss ich dann mit Superkleber ankleben. Insgesamt ist es natürlich viel zu lang,
Demzufolge muss ich dann das Ganze auch gleich abzwicken. Ja, hier wird jetzt gleich abgezwickt. Ich habe hier so eine Zange und das ist ja nicht sonderlich lang, deswegen zwicke ich das jetzt ungefähr hier ab, weil das Plastik selbst ist ja auch nicht sonderlich lang. Kann sein, dass wir es nachträglich noch weiter abzwicken müssen, aber aktuell würde ich sagen, ist das eine ganz gute Länge. Also relativ kurz. Jetzt gucke ich nochmal, ob das da reingeht. Jawohl, das sieht super. Oh, ich glaube, das habe ich absolut perfekt getroffen, dass sich das genau perfekt ausgeht. Gut, das legen wir natürlich jetzt zur Seite und jetzt heißt es wirklich warten, weil jetzt müssen wir gleich den warten, bis das trocken ist und den Sand anmalen. Und das Malen mache ich bewusst komplett bevor ich die Bäume draufstecke, damit die nicht dreckig werden voll Farbe. Also jetzt heißt es wirklich warten, bis trocken ist der Sand und der Leim und dann wird angefangen anzumalen. Ging schnell das Trocknen, weil ich das Ganze wie immer auf der Heizung gemacht habe. Und ich nehme jetzt hier ganz normale braune Vollton-Abtönfarbe und gehe ich direkt mit dem Pinsel rein. Bisschen Wasser dazu und dann male ich das Ganze an. Und die Steine werde ich nachher direkt mit Anthrazitgrau anmalen. So, das ist jetzt angemalt. Braun für die Erdteile und grau für die Steine. Und ihr seht, ich bin da jetzt auch ein bisschen rausgefahren. Das macht überhaupt nichts. Umso natürlicher sieht es aus, wenn das unterschiedliche Färbungen hat. Und jetzt muss das Ganze wieder trocknen. Wenn an manchen Stellen vielleicht ein bisschen was abgeht, überhaupt kein Problem. Weil wir haben sowieso auch noch die Begrasung nachher. Und es kommen auch noch die Büsche drüber. Demzufolge überhaupt kein Problem. Und ja, 50% des Geländebaus ist Geländebau und 50% ist den Fusch wieder reparieren. Und genau das werden wir auch auf jeden Fall machen. Gut, jetzt heißt es Geduld. Und zwar Geduld beim Warten. So, das Teil ist jetzt hier getrocknet. Und jetzt geht es natürlich ans Trockenbürsten. Und dann nehme ich jetzt einen schönen Trockenbürstpinsel. Da werden wir jetzt einfach mal anfangen. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem Grau an. Und vermische hier ein bisschen Grau mit einem helleren Grau, damit wir ein bisschen trockenbürsten können. Und die beiden werden dann vermengt. Und dann so ein mittleres Grau entsteht bei mir. Abstreichen, ihr kennt das ja, Trockenbürsten wird abgestrichen hier. Und dann gehe ich hier über die Steine drüber. Und das wird auch richtig schön. Dann ein helleres Grau. Jo. Das Ganze dann nochmal mit einer etwas helleren Farbe. Also ich habe hier dann einfach quasi den äußeren Rand genommen, wo ich nicht vermengt habe. Und da bin ich jetzt dann direkt auf dem helleren Grau gelandet. Und ich zeige euch gleich das Ergebnis von dem Trockenbürsten. Jo. Das ist quasi, das sind jetzt die Steine. Die werden wir dann nachher noch ein bisschen braun machen, um quasi dann diesen Wüstenlook auch noch zu geben. Oder diesen, keine Ahnung, Look, wie man das sagt. Desert Wasteland, wie es so schön heißt. So, ich habe hier ein Kastanienbraun, das ist so ein Rotton drinnen. Und das benutze ich jetzt ungemischt. Nehme ich das direkt raus. Nämlich um quasi die Platte trocken zu bürsten. Einfach damit ihr das hier seht, mache ich das direkt hier mal vor der Kamera, damit ihr den Farbunterschied seht. Und das kriegt jetzt so eine rötliche Färbung. Das ist genau diese Farbe, die ich eigentlich erreichen will. Bei mir hat das so alles so einen rötlichen Touch. Ja. Es geht auch sehr flott. Das ist das Schöne beim Trockenbürsten. Ist eine sehr, sehr schnelle Malmethode. Und ja. Ist eigentlich auch schon der erste Schritt fertig. Und für den zweiten Schritt, damit das alles ein bisschen heller ist, ich gehe da jetzt mal an die Kamera ran, ich hoffe, das sieht man hier. Für den zweiten Schritt mische ich mir jetzt einfach nochmal etwas Helleres an. Ich nehme was von diesem
bisschen weiß hier, von diesem Grau hier. Dann habe ich hier so einen leichten Beige-Ton, den mische ich mir dazu. Und natürlich was von dem Rot. Und die mische ich alle zusammen. Und dann habe ich dann irgendwie so einen Sandton. Wenn ihr einen Sandton bei der Hand habt, dann nehmt natürlich direkt den. Habe ich nur leider jetzt gerade nicht bei der Hand. Ich brauche noch ein bisschen Grau. So. So, ich habe jetzt einen Sandton. Und mit dem gehe ich gleich drüber. So. Und da gehe ich jetzt nochmal über den Boden drüber. Aber nur ganz leicht. Und dann geht das richtig schön hier raus. Also ich mache das jetzt mal bewusst hier nah vor der Kamera. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Jo. Und dann wird das auch richtig schön ein strukturierter Boden hier. So. Jetzt haben wir eigentlich auch den ersten Schritt schon erledigt. Die Base ist fertig. Und jetzt geht's rucki zucki. Jetzt müssen wir uns überlegen. So. Jetzt müssen wir uns überlegen, wo kommen die zwei Bäume hin? Wir haben ja zwei Bäume. Und die möchte ich dann so ungefähr vermutlich so und so machen. Und deswegen werde ich jetzt hier, weil den haben wir ja angebohrt, werde ich mir jetzt einmal einen Bohrer nehmen und werde da einmal schön durchbohren. So, hier live vor der Kamera. Bohre ich das jetzt einfach mal durch. Das geht sehr flott. Das sehen wir schon durch, perfekt. Da würde ich jetzt auch, ich hoffe, du hast mir... Ach, hier ist mein kleines Teilchen. Da ist ganz wichtig, das hat ja einen Kopf hier auf der Seite. Und damit das nicht am Tisch nachher rubbelt, muss man hier so ein bisschen so eine Senkung quasi reinmachen, damit der Kopf verschwindet oder zumindest zu einem Großteil verschwindet. So, hier haben wir den. Ja. Dann muss ich durch. Jawohl. Oh, das sieht super aus. Das passt ganz genau. Und jetzt steht das hier oben. Und jetzt muss ich kurz einen Cut machen. Ne, ich brauche zuerst mal den Klebstoff und dann machen wir gleich weiter. Ja, der aufmerksame Zuschauer von euch hat natürlich gesehen, dass der Klebstoff da stand. Und ich habe ihn gesucht, verzweifelt. Was machen wir? Wir schmieren das ganze Teil einfach mal mit Klebstoff ein. Und stecken das hier einfach mal durch. What? Das war nicht günstig. Zack, zack. Einmal hier fest. Und dann schauen wir mal, ob das hier auch passt. Und ich denke, es wird passen. Jo, perfekt. Und dann kleben wir den auch direkt fest. Also zack, hier auch noch Klebstoff rein. Und dann steht der erste schon. Und dann hauen wir da noch einen Haufen Heißkleber rum, dass das auf jeden Fall steht. Gut. Das war der erste Baum. Und den zweiten Baum, den werde ich so quasi hier reinmachen. Und da muss ich jetzt einmal die Heißkleberpistole einschalten. Ja, das wird jetzt auch ein paar Minuten dauern, deswegen sehen wir uns gleich wieder. Ja, total vergessen. Ich hatte ja gesagt, ich möchte da auch ein bisschen Braun drauf haben. Deswegen nehme ich dann dieses Kastanienbraun, streiche da recht viel ab und gehe da auch nochmal vorsichtig drüber, damit das dann zwar immer noch diesen... Look hat mit dem Stein, aber dass es so ein bisschen aussieht, als wäre da Dreck oder Sand drauf. Und dann noch ein bisschen was von diesem ganz hellen. Und dann haben wir hier so richtig Steine, die da auch vom Look and Feel dazu passen. Jo, also jetzt heißt es warten. Meine Heißklebepistole ist fertig und da klebe ich jetzt sicherheitshalber einfach nochmal einmal rundherum da was drauf. Und keine Sorge, das sehen wir nachher nicht, weil da geben wir einfach einen Haufen Gras drauf und dann ist das nicht mehr zu sehen. Außerdem wird es sowieso transparent. So wichtig ist, dass ihr diese Fäden wegpackt. So, das heißt, der hier steht bombenfest, würde ich sagen. Den bewegt keiner mehr, weil wir den ja auch gestiftet haben. Bei dem anderen müssen wir jetzt Heißkleber benutzen, weil da können wir nicht stiften, weil der ist halt zu dünn, dann bricht der Baum. Das ist bei dem sogar ganz leicht ansatzweise sogar schon passiert. So, jetzt packen wir hier einen Heißkleber drauf und stellen wir den Baum da einfach mal rein. Gucken wir mal, was passiert, ob das funktioniert.
zum Enthalten ein bisschen. Und ja, wenn es trocken ist, dann komme ich wieder. Das Teil ist jetzt trocken, also man kann das auch gut hier nehmen oder hier, das hält wirklich bombenfest. Jetzt sieht man hier den Kleber, wie gesagt, das werden wir jetzt direkt verdecken mit unserem Grasstreu. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an und werde jetzt gleich die Beets mit so Expressleim eintunken und dann das Grasstreu drüber packen. Ja, das sieht doch schon ganz ansehnlich aus. Ich habe, wie gesagt, hier einfach das zugesprayt quasi mit meiner Streudose hier. Und das hat super funktioniert. Und jetzt kommen noch die letzten kleinen Finishing Touches, weil ich finde, jetzt muss noch ein bisschen Abwechslung in diese Beets rein. Und dazu benutze ich jetzt direkt hier mal ein bisschen Schotter. Ich möchte ein bisschen Kork drauf haben. Und ich möchte jetzt auch gleich noch ein paar Büsche drauf haben. Und für beides brauche ich jetzt auch einfach ein bisschen Holzleim und das mache ich dann drauf und ganz am Schluss werden wir noch ein bisschen mit Farbe spielen und ja, dann los geht's. Das ist mein Baum zum jetzigen Zeitpunkt und ich habe dir gesagt, wir machen jetzt so ein bisschen Finishing Touch am Schluss. Und zwar werden wir da jetzt zwei von den Büschen werden wir mit Tusche einfärben, einmal mit Nuin Oil und einmal mit Acrax Earthshade. Weil dieses tote Busch finde ich geil, aber insgesamt wirkt es dann vielleicht ein bisschen zu düster. Und danach werde ich den weißen Baum mit einem mit Wasser verdünnten Acrax Earthshade auch nochmal tuschen, damit der ein bisschen mehr bekommt. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig und können uns das Endergebnis anschauen. Ja, dann fange ich an. Das sieht jetzt recht ähnlich aus, aber die Tusche wird jetzt noch wegtrocknen und damit wieder sehr viel weißer aussehen, der Baum. Und ja, ich lasse ihn jetzt trocknen und dann schauen wir uns das Endergebnis gemeinsam an. So, das ist unser Bäumchen. Und ja, ich finde, es sieht klasse aus. Es sind so ganz leichte weiße Stellen. Das ist jetzt noch der Leim, der noch trocknen muss. Aber der wird komplett transparent trocknen und ich finde, es sieht echt geil aus. Und wenn man das jetzt mal in so einem ganzen Setting anguckt, hier habe ich noch andere ähnliche gebaut. Hier auch noch ein paar und hier hinten ganz große sogar. Also der ist richtig groß hier zum Beispiel. Wesentlich größer als der hier. Das sieht halt schon echt geil aus. Und das ist alles genau der gleiche Stil. Und alles, was ihr hier seht, ist in einer Packung von diesen weißen Bäumen und diesen braunen Bäumen drin. Ich werde euch auf jeden Fall einen Link unten reinpacken, wo ihr die bekommt. Ich persönlich finde es super. Es wird zu meiner Fallout-Platte mega passen. Hier habe ich einfach schon mal so ein paar Shots oder ein paar Eindrücke, wie das aussehen wird. Ja, da sind unsere Pylone, den finde ich mega geil an der Stelle. Wenn ihr das Tutorial gut fandet, dann vergesst nicht den Daumen hoch. Ich werde auf jeden Fall ein paar Fotos jetzt auch noch reinpacken vom Baum. Und wenn ihr es gut fandet, dann teilt es gerne, abonniert unseren Kanal, unterstützt uns. Und ja, ich hoffe bis zum nächsten Mal. Ciao.